Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bernd Lambert. So, letztes Mal haben wir ja unsere Service, ja, sind wir ja liegen geblieben mit unserem LKW und haben festgestellt, wir haben einen neuen Händler. Und ja, er hat uns was Kleines vorbereitet. Ja, weil wir ja neue Traktoren brauchen. Jo, hi Servus. Maximilian. Also, das wäre der Vorführer für dich. Okay, den hier. Ja. Ja, der sieht ja mal nicht schlecht aus, würde ich sagen. Ja. Was ist denn mit dem hier hinten? Was soll denn der kosten? Der Klaas. Was kostet denn der? Der kostet. Moment, muss mal in mein Tablet schnell gucken. 355.000 Euro. Wow, das ist eine schöne Hausnummer. Und was kostet der New Holland? Der New Holland kostet 240.000. Okay, das müsste ja einigermaßen klappen, wenn dürfen wir eigentlich du sagen? Jo. Okay, Maximilian, das müsste ja eigentlich funktionieren, wenn wir die beiden Klaas-Traktoren in Zahlung geben, oder? Ja. Kannst du noch irgendwelche Rabatte geben oder so? Vorerst nicht, aber beim nächsten Mal. Okay, vorerst nicht, aber beim nächsten Mal. Okay, ich würde sagen, für diese. Als eine Überraschung drehe ich mal um. Okay. Dahinter steht was für dich. Hä? Ja. Okay. Wieso hast du jetzt zwei von? Ja. Das ist schon ein geiles Gerät. Also Ja, das stimmt. ich würde sagen, den werden wir uns kaufen. Kann das, oder? Ja. Guck mal hier, die Kabine ist gefedert. Ich glaube, das ist der erste, bei dem es so ist. Ja. Maximilian, wie viel PS hat denn der? Und der kleinste Ausführung. Moment. Aber der schnellste ist er nicht, wa? Moment.355 PS. 355, okay. Na, das reicht. Also damit kriegen wir unsere Premus gezogen. Ja, ohne Und Probleme. gut. Okay. Ja, dann nehmen wir den New Holland einmal. Ja. In der kleinsten Ausführung. Standardausführung ganz normal. Ich will hier Und keinen. das wäre jetzt dein Vorführer vorerst. Okay, also ich will jetzt hier nicht Und irgendwie wenn was. die da sind, rufe ich euch an. Super, okay. Das finde ich cool. Super, Maximilian. Dann hätte ich noch eine Frage. Ja. Nimmst du Aufträge an? Felder mähen und sowas? Ich hätte nämlich ein Grasfeld, was erntereif wäre. Und das würde ich ganz gerne noch runterholen mit deiner Hilfe. Jo, Das mache ich auch, ja. Feld 21 wäre das. Ist ein Grasfeld. Okay. Was ich das noch ganz schnell das Gras zu Pellets verarbeiten kann. Wenn das möglich wäre. Aber ich habe ja jetzt keine Grastechnik mehr. Ob du da irgendwie Möglichkeiten hast, da schnellstmöglich was zu besorgen. Ja. Ja, okay. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, dann hauen wir erstmal ab. Und ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns in einer halben, dreiviertel Stunde unten am Feld. Wenn es okay wäre.
Ja, und dann können wir ja nachher nochmal quatschen, wenn die Fahrzeuge da sind, wegen Wartungsvertrag und sowas, ja? Jo. Gut, okay. Dann danke ich Okay. dir erstmal. Jo. Kann ja im Funk bleiben. Okay, das finde ich super. So. Ich muss Ah, hier ist sagen, mein Auto. Na, hier erstmal ja, einsteigen. der fährt sich gut. Was? So, fährst du vor? Ja. Einmal. Und zweimal. Dann fahre ich einmal zum Shop. Ich muss sagen, der fährt sich echt gut. Also, da hat Maximilian mal was richtig Schönes rausgesucht. Ich muss sagen, der Klaus fährt sich auch nicht schlecht. Okay, also können wir uns drauf freuen, sagst du. Jo. Das ist super, das freut mich. Weil unser Hannes, der müsste mal zur Fahrschule. Was soll denn das heißen? Der überholt mich hier an unmöglichsten Stellen. Ich überhole ganz normal. Ja, das habe ich gerade gesehen. Ach so, Maximilian, du müsstest Ja. denn hochkommen mit einem größeren Trecker, weil ich ja, ich kann ja die Premus mit dem hier nicht ziehen. Oder es sei Ja. denn, die Trecker kommen schon an, was ich nicht glauben werde, wa? Die werden ja wohl eine gewisse Lieferzeit brauchen, wa? Ich glaube, 12 Uhr sind sie da. Ah, okay. Im Spiel Okay. Zeit jetzt. Ja, dann würde ich sagen, dann fahren wir mal noch mal schnell hoch und würde noch einen Kaffee trinken und dann wären wir ja auch schon fast an der Zeit, was wir uns mit unserem lieben Maximilian treffen. Dann gucken wir unsere Kühe mal an, wie es da ausschaut. Ah, unser Hannes ist hinter uns. Was ist denn da los? Und durchs Dorf gefahren. Ach so. Das kann ich auch gerne wieder überholen. Ach nee, lass mal gut sein. Nicht an unmöglichsten Stellen. Siehst du, das hätte jetzt einen Unfall gegeben. Ne, ich wollte jetzt hier oben nicht überholen. In der Kurve mache ich das nicht. Gut. Okay, dann trinken wir jetzt noch schnell einen Kaffee. Und Okay. dann würde ich sagen, dann starten wir. Da ich jetzt überholt der schon wieder. Ich hab da, ey, das war keine unmöglichste Stelle, das war eine coole Nee, das Stelle. stimmt, da könnte man ein bisschen was einsehen. Aber da vorne und da vorhin, das war nicht so. So, dann brauchen wir auf jeden Fall den. Hatten wir nicht noch einen Schwader? Bin gleich wieder da. Jo. Ich parke hier nur hinten ein, Herr Bernd. So, Hannes, dann komm, dann trinken wir mal schnell einen Kaffee. Und dann würde ich sagen. Oh, voll in die Tür gelatscht. Bernd, Ja. ich habe gerade einen Anruf bekommen und die Traktoren sind schon da. Oh, das ging auch flott. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir wieder runter, wa? Sollen wir dann zu dir wiederkommen oder wie machen wir das? Ich kann sie auch zu euch Oh, hochbringen. das ist super. Das ist super. Oder soll ich runterfahren und ihnen helfen ein Na, hochbringen? das müsste jetzt so. Ja,
kann Ja, das gut, dann sehen wir machen. uns. Na, dann fahren wir mit den Transporter gleich runter und dann kann der auch unten stehen bleiben für eine Wartung. Maximilian, dass wir uns hier mal langsam auf den grünen Zweig bewegen mit den Fahrzeugen. Und ich mache jetzt hier mal schnell noch die Kühe sauber. Ich muss nur meine Fahrradtür zumachen. So, welchen bekommen wir jetzt eingesperrt? Na, ich glaube den New Holland und den Muss ich mit, Clash. kann ich mit dem Transporter runterfahren, ja? Ja, der Transporter, den lässt du unten bitte bei Maximilian stehen. In der Werkstatt. Gut, mache ich. Was kommt hoch? Na, also ich weiß ja jetzt nicht, ob beide Traktoren da sind. Auf jeden Ja, Fall. sind beide da. Ach, sind Sind beide da. beide da. Ja, sind beide da. Na, dann Okay, dann kommen mache ich. beide Traktoren hoch. Okay, gut, ich bin dann gleich da. Jo. Maximilian, hattest du eine Ballenpresse? Nein, Hast du eine? aber guck mal beim. Ich hab noch was für dich. Okay. Der Vorführer steht ja oben bei Feld 21. Guck mal, was da dran hängt. Okay. Ja, ich müsste bloß mal mein, ich weiß nicht, wo mein Schwager steht. Wo habt ihr eigentlich euer Hof? Wir sind oben bei oder bei der Freifläche 25. Okay. Bist du schon losgefahren, Maximilian? Jo. Okay. Hannes, du fährst gleich zum Shop runter. Oh, ah Ach, zum nee. Shop? Nee, Maximilian, wo soll er hinkommen eigentlich? Das hatten wir jetzt nicht. Der New Holland steht ja bei mir noch. Ah, ja, der New Holland steht bei. Okay. Also dann fährst du jetzt zu Maximilian. Gut, mache ich. Ich bin ein bisschen weit gefahren. Ich hätte früher reinfahren müssen. Ach, scheiße, hier steht noch die Prämus von dem Alten. Maximilian, nimmst du die alten Verträge ab? Weil ich habe Welche alte Verträge? Was? Hier noch den alten Mietvertrag von der Prämus. Die steht noch hier bei mir. Okay. Und die müsst. Willst du die auch verkaufen? Nee, Oder? die ist ja gemietet, aber das ist die über unseren alten Händler. Und da weiß ich ja nicht, wie weit ihr da noch irgendwelche Verträge zu habt. Oder du übernommen gekriegt hast. Okay. Weil wenn denn. Das kläre mir gleich, wenn ich bei dir oben bin. Okay. Ich bin gleich hier unten bei deinem Hof. Ich bin jetzt da. Wo Ja, steht hier der stech. You Allen oder wie das In der Werkstatt. heißt? Ach so, mal gucken, ob ich das Tor aufkrieg. Fast gerade vor mir. Ja, ich war kurz vor dir gerade. Nee, das bin ich. Ah. Beante fährt gerade vor mir, okay. Ja. So, ich fahre Oh. jetzt ja aus der Werkstatt raus. Oh, was ist das denn? Wow. Wen gehört eigentlich wer, Bernd? Na, ich habe mir überlegt, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja, das werden wir nachher besprechen. Ah, Okay, komm okay. erstmal her, weil das müssen wir nicht im Funk bequatschen. Ich weiß nicht, wer hier noch alles mithört. Stimmt. Ist nur der Händler und die Werkstatt, wo es mitbekommt. Ah, okay, gut. Naja, das können wir ja nachher hier beim Kaffee. Ja, jetzt wird es ein bisschen wärmer hier. Die Sonne kommt auch langsam raus. Das klären wir gleich Ja, hier. ich bin Oh. gleich da. Brief noch an der Tankstelle vorbei und hole mal bitte
Okay. Ein Kaffee und eine Bockwurst. Ja, mache ich. Für wen? Na, für uns. Drei. Für, naja, für Maximilian. Ah, gut. Ich bin hier. Ich bin im Dorf. Ich fahre durchs Dorf dann einfach. Genau. Zack, hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Gleich mal was schnell mal gucken, wie es hier aussieht. So, ich bin an der Tanke. Okay. Gleich da. Ich parke jetzt einfach hier schnell hier hin. Dann laufe ich das kleine Stück dorthin. Boah, Wahnsinn, alter Klaas, ich muss sagen, schick, schick, schick. Ah, da haben wir drei echt. Bockwürste und drei Kaffee. Also, gehen steht bei dir. Danke. Auf dem Zack, wieder Hof, zum Trecker. den Klaas. Oh, hast du schon hochgebracht? Jo. Ah, das ist ja nicht meiner. Nein. Ah, Der, das. wo jetzt bei dir auf dem Hof ist, aber selber vorne dran ist, Ah. wer würde ich an dich verkaufen? Okay. Oder wolltest du das nicht haben? Da doch, doch. Wir Kannst brauchen. es ja mal ausprobieren. Ich bin hier mal gespannt, was er da vor gehängt hat. So, wo seid ihr? Wo seid ihr oben schon? Bei Feld. Feld 21. Okay, gut, ich bin auch gleich da. Aber liebe Leute, wie es weitergeht, was unser Händler Maximilian noch für uns so für kleine Ideen und ja, Möglichkeiten hat und was ich mit Hannes vorhabe, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Schaut wieder rein, wenn es heißt, eine neue Folge von Bernd Lambert und Hannes Schulze. Schaut gerne bei ihm vorbei, lasst ein Like da, schaut gerne bei unserem Thorsten S vorbei und wie gesagt, tschüss und ciao. Ciao. Tschüss.